Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 99 vom Kerbal Space Programm. Ja, gehen wir hoch in den Orbit und gucken zu, dass wir zu unserer Rakete kommen, damit wir ihn schnellstens wieder einfangen können. Aber es gestaltet sich ja ziemlich schwierig. So, da sind wir. Da ist nun fort. Und wo müssen wir hin? Gute Frage, ne? So, unsere Rakete dreht sich jetzt natürlich gerade nicht. Ist auch gerade schlecht mit Licht, ne? Hier auf dieser Seite sehen wir wenigstens ein bisschen. Wir müssen uns jetzt nach dort drehen. Wie sieht's denn hier so mit? Ja, ganz, ganz minimal Strom da drinne. Tja. Ich glaube, die Richtung ist richtig. Und dann müssen wir gleich einmal kurz wieder Strom geben, wenn wir in der passenden Lage sind, ne? So, jetzt von ihm weg, das ist nicht richtig. Wir müssen zu ihm hin, ne? Da drehen wir uns aber auch gleich hin, denke ich. Also er ist da. Da kommt er jetzt. Und dann müssen wir gleich ein bisschen Gas geben, ne? Kurz einmal. So sieht ja relativ gut da unten aus. Fast Überschneidung mit ihm. Vielleicht geben wir jetzt vorher schon ein bisschen Gas, bevor wir. So. Ich hoffe, das war jetzt das Richtige. Sieht aber gerade irgendwie nicht so aus, weil die Distanz sich nicht verändert, ne? Es wird sogar mehr, hä? Okay, weil der Kopf weggeht. Eigentlich haben wir hier was angezeigt. Ja, ist komisch, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. 28 Meter. So, jetzt sind wir am weitesten eigentlich von ihm weg. Wenn sich jetzt das wieder dreht, sollte es näher kommen. Das sieht so aus. Ist auch so gut. Ich hoffe, dass wir es irgendwie hinkriegen, ne? Okay, jetzt geht's natürlich mal ganz schnell auf ihn zu. Interessant. Was haben wir da noch? 0,05. So gut wie gar nichts. Tja. Das ist ganz schlecht. Entfernung nimmt noch ab. Ist jetzt schwer einzuurteilen wieder, wie das ist, aber es sieht ja momentan so aus, als ob wir noch näher rankommen. Allerdings dadurch der Drehbewegung und wir hier den Messer haben, sozusagen das Messgerät haben, entfernen wir uns natürlich jetzt, weil das hier schneller rotiert. Jetzt sollte es wieder näher kommen, auf jeden Fall sein. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin. Es wird auch langsam Zeit, weil unsere Reserven sind ja nun mal schon aufgebraucht dann, ne? So. Ich möchte jetzt auch gar nicht schneller da dran, ne? 16, 15. Also die Annäherungsgeschwindigkeit mit 0,2 Meter die Sekunde, die ist schon ganz gut.
Eben lagen wir allerdings rechts neben ihnen und nicht links neben ihnen, ne? Das wird schon schwer genug, aber es sind nur noch 12 Meter. Stellt sich mir die Frage, wann packt er an? Packt er überhaupt an? Wir durften ihn ja nicht steuern. Wenn ich natürlich er wäre, dann wüsste ich, dass ich an die Rakete dran gehe, ne? Macht er aber irgendwie nicht. Das ist unser Problem dann. Aber wir kommen näher, definitiv. Und auch auf kleinen Schritten. Das ist ja auch gut. Zurzeit sind wir zum Glück auch im Licht, dass wir ein bisschen mal sehen, ne? Weiß nicht, ob es da irgendwie so ein großes Netz gibt, dass man ihn einfangen könnte, ne? Weil gleich sind wir wieder vorbei. So, jetzt ist es schon ziemlich nah dran. Ne? Beim nächsten Mal müsste er schon gegen die Rakete langsam fliegen dann, ne? Was macht er? Nix macht er. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie das gehen soll, wenn ich ihn nicht steuern kann, dass er da einsteigt. Sonst kriege ich da gleich einen mit dem Triebwerk vor den Kopf oder so. Das ist ein ganz kurzes Stück, ist das nur. Eigentlich müsste es jetzt passen, dass er an uns dran kommt. So, jetzt ernst. Meter. Bei der nächsten Umdrehung muss er dran ditschen. Hier wahrscheinlich schon. Jetzt geht die Sonne gleich auch noch unter, ne? Jetzt kriegt er einen, oder? Ich kann es so nicht sehen. Nein, es geht ganz knapp noch nebenher, glaube ich, oder? Ja. Kann ich es noch größer? Ja, ich kann es sogar noch größer machen, hätte ich jetzt nicht gedacht. So, und jetzt müssten wir ihn berühren. Es geht sogar noch näher ran. Nein, er ist schon an uns vorbeigesegelt. Das heißt, wir müssten jetzt einmal kurz auf ihn zusteuern, ne? Sind aber schon vorbei, das ist doof. So, in der nächsten Umdrehung machen wir das dann. Ich hole ihn mal auf Bildschirmmitte.
Schwierig. Komm, dreh dich weiter. Wir hatten 2,3 Meter schon mal, jetzt haben wir 2,6 Meter. Wie nah müssen wir ran, dass er anpackt? Muss er berühren? Da sind die Gitterstäbe, da kann er dran festhalten. Tja. Schwieriges Unterfangen. Vielleicht muss ich mit dem anderen aufsteigen und ihn holen. Das geht ja auch noch, fällt mir gerade so ein. Dafür sollten wir natürlich zusehen, dass wir die gleiche Geschwindigkeit hätten wie er. So, jetzt kommen wir da langsam hin. Und ich würde jetzt kurz einmal Schub machen. Tja. Ist die Frage, ob wir uns annähern oder ich habe jetzt gar nicht gesehen, ob das hier über 0 hinausging oder nicht. Jetzt haben wir die Distanz nur verändert, ne? Tja. Gute Frage. 0,1 Meter die Sekunde. So, wir haben uns ja weggedreht, jetzt müsste eigentlich die Distanz kleiner werden. Was sie aber nicht tut. Jetzt wird's kleiner. Aber auch nur, weil die Raketenspitze jetzt zu ihm zeigt, wahrscheinlich. (lacht) 16 Meter. Weniger wie 16 Meter. (15 Meter. (14,8 ist jetzt da die maximale Annäherung. Wir warten mal noch eine Runde und gucken, was dann für eine Entfernung ist. Hinten war es, glaube ich, 18,9. Ich schätze mal, das wird mehr werden. Das heißt, wir sind noch nicht auf Kurs mit ihm, dass wir näher kommen. Wir werden es gleich mitkriegen, wenn dann nochmal kurz Gas geben, ne? Ich glaube, wir entfernen uns immer noch von ihm. Das heißt, wir müssen gleich definitiv nochmal korrigieren. Ja, definitiv müssen wir gleich nochmal beschleunigen. Ja, wir entfernen uns auf jeden Fall. So. Jetzt kommen wir langsam dahin, wo wir beschleunigen wollen. Shit, jetzt habe ich das X nicht erwischt. Oh, da muss ich gleich gegensteuern. Das war jetzt nicht so gut.
Okay. Passt noch, ne? Ist gar nicht mal so schlecht gelaufen, würde ich jetzt sagen. So. So, jetzt haben wir eine kleine Sachschaukorrektur noch genommen. 15,1. 0,1 Meter. Ich hoffe, es sind die 0,1 Meter zu uns und nicht von uns weg. Okay. War jetzt nicht toll anzusehen, weiß ich auch. Es ist aber spannend, denke ich mal, ob wir es schaffen oder nicht. Und wir werden beim nächsten Mal, denke ich, in der nächsten Folge aufsteigen. Für diese Folge würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.